Vielleicht ist aber auch noch nicht eingestellt. Oh, wir sind schon fast auf dem Maximum von Gebäuden. Achso, ich wache natürlich trotzdem hier auf. Ich muss nach Hornika auf jeden Fall. In Branika gibt es auch eine Quest. Ich werde jetzt auf jeden Fall. Ich wache jetzt auch noch diesen Tag und dann, wie gesagt, offscreen wieder. Werde ich die ganze Nacht über Milch herstellen. Aber ich gucke erstmal, was jetzt aus der Milch geworden ist. Ob jetzt ein bisschen was von der sauren Milch schlecht geworden ist. Ich weiß nicht mehr, wie viel es war, aber dann müsste ja verdorbene Nahrung da sein. Halt, wartet, wartet, wartet. Wenn ich schon mal hier bin, würde ich gerne die Sense schwingen. Sau viel Erfahrung und sehr viel Technologie. Die das machen, da dauert es ewig. Weil die halt jedes Feld Stück für Stück machen. Und so können sie sich dann schon mal auf die Vorbereitung des Feldes konzentrieren. Ja, alles gut. Wahnsinn, wie viel hier rauskommt, oder? Acht von Weizen. Oh ja, das habe ich auch noch. Kilo Weizen ist eigentlich nicht viel. Das braucht er noch ein bisschen, oder kann ich das auch schon ernten? Kann ich ernten? Ah, kann ich auch gedrückt halten. Ja! Landwirtschaft kommt. Das hier braucht noch. Das hier braucht noch. Das hier kann man ernten. Das hier wurde nicht geerntet. Warum? Achso, ist Frühling anpflanzen. Ich habe erhöhten Skill für Fruchternte. Hört auf, die zu ernten. Meine. Obwohl es mir ein Rätsel ist, wie da mehr rauskommen soll. Außer du erntest natürlich so, dass bestimmte Sachen kaputt gehen. Gut, wir haben erstmal den Flachs los. Boah, da ist schon ein bisschen was. Ein bisschen was behalten wir mal.
irgendeiner eventuellen Quest. Dann hole ich mir die Zwiebeln und die... Trabando-Pferdchen. Klappt noch nicht ganz. Kilo Birnen. Äpfel sind gar nicht so schwere. Erstmal das reinpacken. Klar, ich wollte jetzt eigentlich die Quests machen, aber ich brauche das Landwirtschaftswissen. Boah, so viele Karotten. Meine, bis der mal irgendwas macht, habe ich hier schon so ein halbes Ding hier fast. So geht das. Was? Nur in der Nähe. Ja, ja. So, Karotten. Einfach mal 60 Kilo Karotten. Ernte scheint aber nicht so viel zu bringen. Jetzt wissen 1473 ja, bringt auch ein bisschen was, aber ich brauche halt schon sehr viele Erfahrungspunkte, um weiterzukommen. Wenn ich das Feld abgeerntet habe, könnte man schon fast fertig sein. Ja, der Kohl wiegt viel. Ein Kohl. Den Rest darfst du gerne machen. Ach so, ich brauchte 2000, deshalb habe ich noch nicht genug. Bin gerade massiv überladen. Aber es war eine verdammt gute Ernte. Also die Sommerernte ist super. Da ist ja immer, da Weizen ja auch immer teurer wird. Ich überlege, ob ich auch Weizen anbaue bei mir privat. Sensor habe ich, mehrere. Ich bräuchte bloß irgendwas, mit dem ich es malen kann, außer natürlich einen Handmörser, weil das ist nicht so das Schönste. Solche Sachen von Hand zu malen dauert lange. Das ist echt anstrengend.
Das muss ich woanders hinpacken. Ach ja. Machen wir schnell das hier. Ich sollte noch ein paar Bären mitnehmen, wenn, obwohl die kriege ich jetzt überall. Im Fall, dass so eine Quest kommt, Münder zu füttern. Aber allein durch die Fallen kommt schon einiges rein. Nicht die Welt. Aber auch das summiert sich. Leider keine Rattenpilze. Das erinnert mich auch irgendwie an die Prinzessin mit dem goldenen Stern. Rattenpilze. Wie viel Fleisch haben wir? So, einmal mit saurer Milch. Die bleiben, die gehen nicht kaputt. Doch, hier, also die gehen schon kaputt, aber es dauert halt. Sehr, das sind alles was an Milch übrig bleibt, wird zu Eimer mit saurer Milch. Platz. So, Pech wird das helfen. Sicher, es ist auch gerade sein. Ich renn da jetzt hin. Die ist bestimmt sauer, weil sie so einen scheiß Namen hat. Nichts nervt so sehr wie Streit mit der Frau. Hallo, schöne Frau. Früher musste man doch dann immer noch was bringen. Veronika. Kann ich noch was machen? Da kann ich mir auch gleich nochmal Milch holen. Ich werde jetzt immer die ganze Milch holen. Seit ich weiß, wie lohnenswert das ist, muss ich das auch tun. Das ist nur Branika, nicht Branika, aber trotzdem. Dann mache ich mal einen Abstecher nach links und dann gucke ich, dass ich trotzdem noch was krieg. Habe ich nach links gesagt? Ich meinte natürlich nach rechts. Den Ton verzichten wir jetzt einfach mal.
Du willst bestimmt Kleidung. How is life treating you? Aha. Okay, da muss ich eh hin. Ah, ich kann die, obwohl doch, ich kann die Milch holen. Ich muss sie dann nur halt abliefern. Zu Hause abliefern, ich darf es halt nicht mitnehmen. Ich könnte jetzt sogar wieder Gemüsesuppe machen, glaube ich. Halt, Moment, wo bin ich denn hin? Was ist auch zu dir? Schön für dich. Die saure Milch hat für mich natürlich mehr Wert. Das war richtig, richtig teuer. So richtig, richtig teuer. Ach ja. Und trotzdem noch ein bisschen Kacke mit. Fleisch wird mehr. Ne, wird's nicht, aber ich bild's mir halt ein. Der Holzhammer kommt auch mal raus. Pack mal einen weg. Vielleicht brauche ich den anderen noch. Eigentlich kann die Eisenaxt hier auch mal weg. Brauche ich eigentlich gar nicht. Ich muss ja richtig westlich. Ich will erstmal die Jernika fertig machen. Dann holen wir uns nochmal den ganzen Kalkstein. Und dann wären wir glücklich. Vielleicht auch den Ton, ich weiß es noch nicht. Wir schauen erstmal, was wir für Quests noch haben. Naja, könnte aber auch wieder eine Jagdquest dazukommen. Das wird sich zeigen. Ah, jetzt, da ich meine Festplatte wieder aufgeräumt habe, ein bisschen zumindest schon mal, läuft das hier auch alles viel, viel flüssiger. Finde ich natürlich gut.
Ich glaube, allein den ganzen Quark dann zu verkaufen, wird schon eine Herausforderung an sich. Oh, hier gibt's auch Wölfe. Vielleicht wurden die von den Wölfen überrascht. Katsching. Oh oh. Wie, das hat dem Pferd mehr weh. Aber es ist schon fast da. Ach, zum Glück heilt das Pferd so gut. Aha. Fischfilet, 15 Mal. Warte mal, was kriegen dafür? Produktionstechnik. What can I do for you? Trade is in my nature. Du hast nur eins. Das ist verdammt wenig für hier, wenn ich ehrlich bin. Die Bettdecke kannst du haben. Brennholz kannst du haben, das brauchst du bestimmt auf jeden Fall. Gib ich dir auch, das kannst du haben. Ich habe den Dünger vergessen zu kaufen, mitzunehmen. Farewell. Was soll's? Du müsstest doch eigentlich Fischfilet haben, oder? Aber sag nicht nein. Show you my wares. We've returned. Farewell. Die Produktionstechnik nehme ich dankend an. Wie viel habe ich denn gerade? Ja. Ende des Jahres könnte ich die Taverne haben. Hier ist dein Essen. Scheiße, was liegt denn das? Das fällt mir ein, ich könnte auch mal gleich gucken. Ist hier noch jemand mit einer guten... Überleben. Du hast Handel. Hey, old friend. Die gute Rotzalinda. Das ist ein bescheuerter Name. Das sind gar nicht mehr so viele Quests tatsächlich. Ich habe jetzt nicht so viele Quests bekommen, wie ich gedacht habe. Ich glaube, wir geben erstmal die Schuhe ab. Ich habe jetzt schon gedacht, ich muss wieder Merkornbrot liefern. Ach, egal. Das wäre es für mich am wahrscheinlichsten gewesen, aber es ist okay. Mehr. Verschwinde. Blöde Sau. Mein Pferd hat auch ständig Schmerzen, habe ich das Gefühl. Schön ist er. Also wenn das nicht so uneben wäre, wäre hier auch ein schöner Platz für ein Haus.
Übrigens, ich habe nicht gewusst, dass die Errungenschaft die Stämme heißt. Ich wusste nur, dass es. Ich wusste ich nicht mehr. Ich habe das einfach nur so genannt. Ich glaube, ich habe es die Stämme genannt, oder? Oh, wird schon passen. Ich glaube. Aber mir ging es einfach nur darum, die Errungenschaft zu bekommen. Und mein Pferd zu Tode zu reiten. Das war mir auch ein wichtiges Anliegen. Okay, neue Quest. Hello there. Was muss ich töten? Nächtliche Jagd, okay. Was haben wir denn hier? Handel, habe ich schon jemanden? Handel und Norman. Ich habe das perfekte Haus für dich, Norman. Und die perfekte Arbeit. What can I do for you? Helfen. Ja, das. Da ich hier eh nochmal herkommen muss, bringe ich das beim nächsten Mal mit. Warte mal, wo ist denn das Steinhändler jetzt? Ist es schon so spät? 18 Uhr. Steinhändler. Ich brauche deine Hilfe. Könnte ich ja auch dann, wenn ich nochmal herkomme, den ganzen Quark verkaufen? Ja, das hätte ich gern alles. Das hätte ich auch gern alles. Have a good day. Dann reiten wir nach Hause und dann würde ich die Aufnahme beenden und dann machen wir den nächsten Morgen halt weiter. Kennt ihr ja schon das Spiel. Ich bringe mein Pferd noch um, wenn ich so weitermache. Unter die Hälfte will ich es aber eigentlich nicht kommen lassen. Ich habe echt Angst, dass es da vielleicht wirklich drauf geht, weil dafür ist es zu teuer. Ich glaube, es gab zwei geheime Errungenschaften. Eine habe ich irgendwie schon geschafft, so nebenbei. Ich weiß aber nicht mehr, welche das war. Hast du schön das Lager hier ausgeräumt? Böser Wolf. Auch böser Wolf. Lass das Pferd in Ruhe. Na, da unten sind wir schon. Ich werde natürlich auch noch Gustovia reiten und dort wird. Was kriege ich eigentlich nochmal?
Wie ist es jetzt? 19. Ja, da kann ich wirklich die... Moment, wo bin ich gerade? Ah, ich bin auch schon nach Kostovia geritten, das wollte ich nicht mal. Kann ich dann wirklich hier alles verkaufen, auch saure Milch mitkaufen? Vielleicht nehme ich auch ein bisschen Wein und mache ich noch ein paar Weinflaschen nebenbei. Da wird eine Menge Arbeit bei, also ich werde eine Menge Arbeit haben. So wie immer. Scheiß auf den Weizen, der jetzt da rumliegt. Der mag vielleicht anfangs echt praktisch sein, wenn du noch nichts hast. Und dann denkst du, oh, guck mal, da habe ich ein bisschen Weizen, da habe ich Stroh und alles andere. Aber danach... am Arsch. Und es ist auch alles viel einfacher, seit ich das Pferd habe. Ich meine, ich habe jetzt schon viel auf dem Feld gearbeitet früh und jetzt habe ich trotzdem die ganzen Quests noch soweit machen können erstmal. Jetzt hole ich mir erstmal ein bisschen Wasser. Da muss ich noch irgendwas essen. Immer gucken, gleich kann ich ja wirklich so richtig loslegen. Auf Screen. Ich glaube nämlich schon, dass ich hier richtig loslegen kann. Was Quark und alles angeht. So, das kann erstmal weg. Das kann auch weg. Das packen wir weg. Den Ton würde ich jetzt noch von hier holen. Weinflaschen haben wir ein bisschen. So. Met oder Weinflaschen? Ich glaube, ich mache erstmal ein paar Weinflaschen. Und dann, wie gesagt, der ganze Quark. Das hier war es doch. Weinflaschen sind sehr, sehr, sehr wichtig dann. Sobald ich Wein herstellen kann, sobald ich die Taverne habe, werde ich die natürlich sofort bauen. Und dann geht sie so richtig ab. Ja, Bierflaschen irgendwie nicht, sind mir nicht ganz so wichtig. Ich könnte auch Metflaschen machen. Ne, ich mache mal ein paar Weinflaschen. Dann würde ich sagen, das war Let's Play mit Evil Dynasty für heute. Ich sage ciao mit Lichtlein TV. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, Leute.